ich bin ja eigentlich eher der Arzt für die Opfer. Ja, aber es gibt auch Situationen, die ich gerade in letzter Zeit hatte, bei denen das Opfer letztlich der Angeklagte ist, weil er unschuldig ist und er wird aber verurteilt. Ja, das ist vielen in der Bevölkerung gar nicht so richtig bewusst, dass es viele Fälle gibt ohne sauberes Geständnis und ohne sauberen Sachbeweis, bei denen das Gericht eine Überzeugung entwickelt. Und wenn das Gericht dann mit Mehrheit entscheidet und das Urteil richtig schreibt, dann gibt es auch keine Chance, dass derjenige wieder rauskommt. Dann haben wir dort privat gegraben. Ja, und dort haben wir den Leichnam gefunden. Ich sage ja auch, jeder Tote sollte sorgfältig untersucht werden. Eigentlich sogar, jeder Tote sollte seziert werden. Und ich finde es, entschuldigen Sie, dass ich das so sage, aber ich finde es würdelos, dass ein Toter unter die Erde kommt und man weiß gar nicht, woran er gestorben ist. Die meisten Tötungsdelikte kennen wir gar nicht, oder viele, sagen wir mal lieber so, viele Tötungsdelikte kennen wir gar nicht, weil die Toten gar nicht sorgfältig untersucht werden. Herzlich willkommen. Mein Name ist Daniel Fürck und bevor wir gleich in das Gespräch starten, möchte ich kurz unseren heutigen Gast vorstellen, den ich in einem Hotel in Salzburg treffe. Professor Dr. Klaus Püschel ist Rechtsmediziner und Autor. Fast 30 Jahre lang leitete er das Institut für Rechtsmedizin am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. Mehr als 10.000 Leichen obduzierte er in seiner aktiven Laufbahn selbst. An der Untersuchung von mehr als 30.000 wirkte er mit. Was er in all diesen Jahren erlebte und lernte, teilt er nicht nur mit interessierten Studenten, sondern auch mit den Lesern seiner vielen Bücher. Wie gut schläft man eigentlich, wenn der Tod zum Alltag gehört? Und was können die Lebenden von den Toten lernen? Ich freue mich auf ein spannendes Gespräch mit Professor Dr. Klaus Püschel. Bevor wir aber gleich starten, noch eine Bitte. Wenn euch Gin & Talk gefällt, folgt uns bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr gerne Podcast hört. So verpasst ihr auch keine der folgenden Episoden. Jetzt aber viel Spaß beim Zuhören. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Zwei Menschen, eiskalte Drinks und eine Menge Zeit für ein persönliches Bargespräch. Herzlich willkommen an unserem Bartresen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gin and Talk. Mach es dir gemütlich, lehn dich zurück und tauche ein in die verrucht düstere Atmosphäre unserer Studiobar. Klaus Püschel, ich freue mich sehr, dass wir uns heute hier in Salzburg, im wunderschönen Salzburg, treffen können und dass Sie sich die Zeit nehmen, mit mir zu sprechen. Das tue ich sehr gerne. Bin ganz gespannt auf das Gespräch. Sie waren über 40 Jahre lang als Rechtsmediziner aktiv tätig. Im vergangenen Jahr sind Sie, ich würde es mal eher in den Unruhezustand gegangen, weil wirklich aufgehört haben Sie ja nicht, also mit dem aktiven Beruf natürlich irgendwie schon, aber Sie sind ja sehr, sehr umtriebig nach wie vor. Wie ging es Ihnen damit, nach so langer Zeit dann auch zu sagen, man geht in so eine Art Ruhestand? Ja, das war neu. Und ich musste eben morgens nicht mehr in das Institut für Rechtsmedizin in Hamburg gehen und vorher noch die Zeitung lesen oder die Neuigkeiten studieren, damit ich weiß, was mich im Institut erwartet und dann im Institut mir die Fälle anschauen. Sondern ich konnte mich morgens theoretisch umdrehen und noch einen Augenblick zu Hause nachdenken. Nein, ich habe das anders organisiert jetzt. Ich war ja Leiter des Instituts für Rechtsmedizin bis Ende September und hatte zum Schluss nochmal eine sehr aktive Zeit, weil wir in Hamburg im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie sehr viele Untersuchungen durchgeführt haben. Und ich bin danach dann aber vom Universitätsklinikum Eppendorf als Senior Professor weiterhin eingestellt. Also ich habe nach wie vor diese Position als Hochschullehrer und sie wollen meine speziellen Erfahrungen weiter nutzen, nur nicht mehr in der Tagesroutine der Rechtsmedizin. Und ich übernehme jetzt zum Beispiel gar nicht so wenig rechtsmedizinische Fälle aus der weiteren Umgebung. Ich bin in der Zeit zum Beispiel im Ausland gewesen, in Irland, und habe dort eine Corona-Sektion gemacht. Ich war auch beteiligt an einem Fall in Serbien, einem Tötungsdelikt. Da ging es um eine Schießerei. Und in der letzten Woche habe ich beim Landgericht in Köln gesessen. Da ging es um einen
spezielles Tötungsdelikt durch einen Pfleger angeblich, so dass ich schon noch eine Reihe von rechtsmedizinischen Fällen bearbeite, aber außerhalb der Tagesroutine in Hamburg natürlich. Und daneben schreibe ich gerne wissenschaftliche Arbeiten und neuerdings vor allen Dingen auch Bücher fürs breite Publikum. Und wahrscheinlich schreibe ich sogar ein bisschen zu viel. Ich habe unterschiedliche Zahlen gefunden. Sie haben selbst gesagt, ich glaube, irgendwas zwischen 30.000 und 40.000 Menschenleichen haben Sie quasi untersucht, richtig? Ja, es kommt so ein bisschen auf die Zählung drauf an. Also realistisch ist, dass ich etwa 10.000 Tote selber mit meinen eigenen Händen geöffnet habe, also seziert habe. Und etwa 40.000 weitere äußerlich untersucht habe. Und um nochmal andere Zahlen zu sagen, in dem Institut, was ich bis zum letzten Jahr geleitet habe, werden jährlich etwa 1.400 bis 1.500 vollständige Leichenöffnungen durchgeführt. Und es werden in Hamburg und Umgebung aber jedes Jahr tatsächlich 30.000 Tote insgesamt untersucht. Zumindest dann auch im Rahmen der sogenannten Krematoriumsleichenschau. Da müssen also die Toten ein zweites Mal ärztlich untersucht werden, bevor sie verbrannt werden. Und diese 30.000 Toten werden von 15 Ärzten gesehen, die dann in Hamburg selbst und in den umgebenden Krematorien morgens die Leichenvisite machen. Und da ich über 40 Jahre als Rechtsmediziner tätig war, können Sie daraus entnehmen, dass also der Erfahrungshorizont dann sehr viele Todesfälle umfasst. Gibt es noch irgendwas, was Sie schockiert, ist wahrscheinlich ein zu großes Wort, aber was Sie wirklich betroffen macht, wenn Sie einen Fall sehen? Da muss man eindeutig unterscheiden zwischen der beruflichen Rolle und im Beruf, sage ich immer, da bin ich kalt bis ins Innerste. Und da ist dann auch eine Barriere zwischen mir und dem Toten. Also emotional halte ich den von mir fern. Ja, und da finde ich sogar viel Interessantes daran, wenn das ein spezieller Fall ist. Also einer mit besonders vielen Verletzungen, ein besonders alter, ein besonders junger, eine besonders schöne Frau oder so etwas. Das ist dann interessant mit dieser Barriere. Und dann gibt's aber natürlich schon die Situation, dass ich dann auch mit meinen Kindern, meiner Frau, meinen Enkelkindern darüber rede und dann sage, oh, das ist schon sehr, sehr traurig oder wie leichtsinnig war das. Also wenn ich mit meinen Enkelkindern darüber spreche, sage ich natürlich auch, der hat nicht interessante Schädelbrüche gehabt, sondern der hat keinen Helm getragen. Ja, und wenn er einen Helm getragen hätte, dann wäre das Ganze nicht passiert. Oder der war so und so leichtsinnig und hatte ein Messer in der Tasche und das hat sich letztlich gegen ihn selbst gerichtet. Ne? Und also da gibt's diese beiden Positionen, die sind beide in mir, aber beruflich bin ich wirklich sehr rationaler Sachverständiger und muss das ja auch sein, weil ich ja der Polizei und der Staatsanwaltschaft und den Gerichten den Fall, ja, rein sachlich erklären muss. Das wird von mir so erwartet und das habe ich auch so gelernt. Ja, das habe ich verinnerlicht. Wenn man jetzt aber zum Beispiel auch dann ein Kind vor sich liegen hat, das vielleicht auch Opfer eines Gewaltverbrechens geworden ist, das stelle ich mir dann, also gerade auch wenn man selbst Kinder hat oder Enkel hat, wahrscheinlich schon irgendwo so zumindest ein ungutes Gefühl noch irgendwo in der Magengrube, was man kennt. Ja, aber nicht bei der Arbeit. Okay. Nein. Das lernt man, diese Erfahrung macht man, dass man das dann wirklich trennen kann. Und bei der Arbeit leiten mich wirklich nur die Befunde und dann sind die Emotionen ganz weit weg. Wenn ich mein Protokoll diktiert habe, ja, und nach Hause fahre oder, wie gesagt, wenn ich mit meiner Familie darüber rede oder meinen Freunden, dann ist das eine andere Situation, ja. Das kann ich mir dann aber auch leisten, ja. Und im Beruf selbst, ich muss dran denken, ich darf keinen Fehler machen, ja. Und ich muss
an sehr viele Kleinigkeiten denken. Und wenn ich Emotionen habe, dann vergesse ich vielleicht irgendwas Wichtiges. Und je mehr Emotionen, desto mehr Kurzschlüsse und desto mehr Fehler. Wir hatten vor einigen Monaten im Winter mal den Strafverteidiger Steffen Ufer bei uns zu Gast, der dann auch sehr offen darüber gesprochen hat, dass ihn viele der Fälle auch wirklich bis ins Bett quasi verfolgen und er seit vielen, vielen Jahren an Schlaflosigkeit auch leidet, also tatsächlich auch als Befund quasi Schlaflosigkeit hat. Ist das was, was Sie dann, wenn Sie gerade sagen, bei der Arbeit nicht, aber gibt es Fälle, die Sie schon auch dann mal eine Nacht unruhig schlafen lassen, im Privaten quasi? Also, die verfolgen mich, klar. Und es gibt bestimmte zeitliche Momente, in denen ich sogar sehr viel im Zusammenhang mit Schlaf Assoziationen habe. Also ich erzähle zum Beispiel immer darüber, dass ich morgens so eine Aufwachphase habe, wo mir sehr viele Gedanken durch den Kopf gehen und ich viele gute Ideen habe, also gute Ideen, auch Lösungsansätze. Und das kommt dann schon so vor, also nicht beim Einschlafen, aber beim Aufwachen, dass ich dann solche Phasen habe, wo mich das sehr stark beschäftigt. Also nicht im Sinne von verfolgt und plagt, sondern sehr beschäftigt. Und das ist aber ganz normal. Also jetzt habe ich zum Beispiel gerade eine Phase, da verfolgen mich bestimmte Fälle, bei denen ich gerade in den letzten Jahren aus meiner Sachverständigentätigkeit her die persönliche Erfahrung gemacht habe, dass den Angeklagten Unrecht geschieht. Also jetzt was ganz anderes als das, was Sie eigentlich nachfragen. Ich bin ja eigentlich eher der Arzt für die Opfer. Ja, aber es gibt auch Situationen, die ich gerade in letzter Zeit hatte, bei denen das Opfer letztlich der Angeklagte ist, weil er unschuldig ist und er wird aber verurteilt. Oberthema Unrecht im Namen des Volkes gesprochen vom Gericht. Es werden Leute zu Unrecht verurteilt. Und das treibt mich zum Beispiel jetzt sehr intensiv um. Das passiert nicht sehr häufig, aber immer wieder. Und da überlege ich, ob es Mechanismen gibt, das zu verhindern, auch durch meine Sachverständigentätigkeit. Ist aber extrem schwer, wenn ein Gericht voreingenommen ist, dieses Gericht abzubringen von der Verurteilung. Darüber haben wir mit Marc Benecke mal länger gesprochen, der da auch wirklich durchaus viel Herzblut dann für solche Opfer der Justiz, wenn man sie so nennen möchte, irgendwie sich engagiert. Und er sagt halt auch, also zum einen stellen sich manchmal die vermeintlichen Täter etwas schwierig an, weil sie vielleicht Dinge gesehen haben, die sie gar nicht erzählt haben und ähnliches. Aber auf der anderen Seite ist das Wort Gerechtigkeit da im Gerichtssaal manchmal eben eine sehr schwierige Sache, wenn es keinen anderen Verdächtigen gibt, wenn irgendwie bestimmte Indizien darauf hinweisen, dass es der gewesen sein könnte, wenn es dann noch irgendwie gewisse emotionale Vorgeschichten oder ähnliches gibt. Ist das, was Sie mit Voreingenommenheit meinen, dass man da dann wirklich schwer wieder aus der Nummer rauskommt? Ja, also ich könnte da wirklich, finde ich, relativ viele Geschichten erzählen. Also um nur ein Beispiel sehr kurz anzusprechen, so mein Rekordfall in Anführungsstrichen ist ein Fall, der geht noch in die Zeit zurück, als ich selber mal Institutsdirektor in Essen war. Da ist ein junger Mann tatsächlich verurteilt worden. Der hat 31 Jahre dann schon für ein Tötungsdelikt im Psychoknast gesessen, war also letztlich in die Psychiatrie eingewiesen. Der hat einmal am Anfang, als er intensiv vernommen wurde, gesagt, ja, ich war's. Und später dann immer gesagt, nein, ich war es doch gar nicht. Und ich habe das dann nur gesagt, weil die Polizeibeamten so eine besondere Vernehmungstaktik hatten. Und dann hat man sogar noch gesagt, nachdem er verurteilt war und in die Psychiatrie eingewiesen, dem kommt ja keine Einsicht. Der hat dann immer gesagt, nein, ich war's nicht. Und deswegen hat man ihn auch nie rausgelassen. Ja. Und nach 31 Jahren ist er jetzt rausgekommen. Und in meinen Augen war das von vornherein klar aufgrund der objektiven Befundlage, unter Berücksichtigung der rechtsmedizinischen Befunde des Tötungsmechanismus. Es gab auch keine Spur, die ihm zuzuordnen war.
dass er unschuldig war und trotzdem ist er aufgrund dieser einmaligen Ja-ich-war's-Aussage dann verurteilt worden. Ne? Und es gibt andere ähnliche Fälle, da hat die Polizei sehr im Sinne einer Einbahnstraße ermittelt und das Gericht hat eine Überzeugung entwickelt. Es gibt gar keine Sachbeweise, es gibt Interpretationen über mögliche Motive, die ihm zugeordnet werden. Aber auch im Hinblick auf die Tatbegehung tappt man völlig im Dunkeln und trotzdem schreibt das Gericht ins Urteil, wir sind davon überzeugt. Und wenn ein Gericht schreibt, wir sind überzeugt, dann brauchen sie auch keinen Sachbeweis. Ja, das ist vielen in der Bevölkerung gar nicht so richtig bewusst, dass es viele Fälle gibt ohne sauberes Geständnis und ohne sauberen Sachbeweis, bei denen das Gericht eine Überzeugung entwickelt. Und wenn das Gericht dann mit Mehrheit entscheidet und das Urteil richtig schreibt, dann gibt es auch keine Chance, dass derjenige wieder rauskommt. Und diese Prämisse in dubio pro reo, also wenn es irgendwie Zweifel gibt für den Angeklagten, dann würde das Gericht immer für den Angeklagten die Argumente zählen lassen. Das ist überhaupt nicht so. Ja, wenn ein Gericht eine Überzeugung hat, dann schreibt das Urteil eben auch, es gibt keine Zweifel für uns. Ja? Und dann ist es mitnichten so, dass der Angeklagte rauskommt, sondern im Gegenteil, das Urteil wird auch noch so geschrieben, dass er später weniger Chancen hat, weil es keinen Ansatz gibt, auch in einem Wiederaufnahmeverfahren an einer Überzeugung bei der zuerst urteilenden Kammer, kann man später nicht mehr rütteln, auch nicht beim Bundesgerichtshof. Bei Ihrer Arbeit und vor allem dann auch bei Ihrem Bericht ist ja auch die Reihenfolge oft sehr, sehr wichtig. Also herauszufinden, ist er jetzt an dieser oder jener Verletzung gestorben? War ein Sturz die Ursache oder war der Schlag davor die Ursache, wie auch immer? Wie bekommt man das dann eigentlich hin, dass man wirklich dann auch eine aussagekräftige Aussage treffen kann, was denn wirklich die Todesursache war, wenn jetzt jemand verschiedenste Verletzungen hat, die vielleicht auch jede einzelne hätte vielleicht zum Tod führen können, aber die eine dann die ausschlaggebende war? Naja, das ist die hohe Schule der Rechtsmedizin, dass wir wissen, dass wir das gefragt werden. Ja, was ist letztlich die konkrete Ursache des Todes? Was sind Begleitumstände? Und wir haben gelernt, das zu rekonstruieren. Dafür stehen unterschiedliche Mittel zur Verfügung, entweder nur über Wissen, unser Wissen oder wissenschaftliche Untersuchungen. Man kann auch experimentelle Untersuchungen machen. Und man muss aber auch ehrlich sein, dass man das dann in einigen Fällen nicht sauber beantworten kann. Ja, weil Mensch ist ja Biologie und in der Biologie exakte Voraussagen zu machen, ist gar nicht so einfach. Und dann muss man das aber auch zum Ausdruck bringen und das würde dann eben im Zweifel immer dazu führen, dass derjenige, der irgendwie beschuldigt wird, ja, dass für den die günstigere Version dann zur Anwendung kommt. Und das habe ich schon wiederholt erlebt, dass ich dann auch in Situationen sagen muss, ich kann die Reihenfolge nicht mehr genau festlegen oder ich kann auch die Todesursache nicht exakt festlegen. Da gibt es dann auch defizitäre Fälle, so wie wir sagen, da kommen wir viel zu spät. Ja, die Untersuchung des Leichnams findet erst nach vielen Tagen statt. Oder es hat sonstige Veränderungen gegeben. Der Leichnam hat im Wasser gelegen oder er ist noch verbrannt. Also viele Situationen, da hat es einen Absturz gegeben mit vielen Verletzungen im Flugzeug oder einen Verkehrsunfall. Und dann kann man das nicht mehr genau unterscheiden. Das muss man dann so benennen. Und das führt dann eben zu einer Entscheidung durch das Gericht oder die Versicherungsgesellschaft, die die Person nicht belastet, die hier angeklagt ist oder der ein Schaden zugeordnet wird. Sie haben ja auch zum Beispiel Moorleichen untersucht, Sie haben auch Mumien untersucht, die ja viele tausend Jahre vielleicht schon irgendwo herumgelegen sind, sage ich mal, wo Sie gerade den Zeitpunkt des Auffindens ansprechen. Was kann man denn nach so langer Zeit noch herausfinden oder noch untersuchen?
Ja, bei solchen Fragen habe ich dann immer ganz glänzende Augen, weil das Themen sind, die mich ganz besonders interessieren, die ich sehr, sehr spannend finde. Wo es auch richtig ist, wenn der Rechtsmediziner daran mitwirkt, weil der Rechtsmediziner gelernt hat, einerseits alles aus dem Fall rauszukitzeln, was geht, aber andererseits auch Grenzen zu benennen. Ja, das ist ja sehr, sehr wichtig. Und man muss immer objektiv bleiben. Und da muss man ganz klar sagen, bei so alten Fällen gibt es eine gewisse Fantasie, die man auch mit walten lässt. Und zusätzliche Erkenntnisse aus der Zeit, aus der Archäologie, aus der Historie. Und dann gibt es aber auch noch einige objektive Untersuchungsmöglichkeiten. Wenn es Gewebe gibt, das ist ja dann meistens Knochen. Aber wenn es Moorleichen sind, hat man zum Teil auch Weichteile dabei. Also es gibt auch Moorleichen, die haben noch einen Strang um den Hals, ja, so dass man dann sogar sagen kann, wenn das Gewebe entsprechend widerstandsfähig war, dass da eine Strangulation stattgefunden hat. Und zum Teil sind auch Stichverletzungen erhalten. Wir haben zum Beispiel bei einer 3000 Jahre alten Moorleiche auch noch Fingerabdrücke nachgewiesen. Da hätten wir, wenn das ein Täter selber gewesen wäre, sagen können, okay, wir haben ihn identifiziert. Unglaublich, 3000 Jahre und dann Papillarlinien erhalten bei einer Moorleiche. Also es kommt auf die Ausgangssituation drauf an. Man hat ja auch bei Knochenfunden zum Beispiel vom Neandertaler einige Aussagen treffen können. Man kann aus Knochen auch Krankheiten ableiten, ja, weil die Mineralzusammensetzung anders ist oder die Knochenstruktur anders ist. Man weiß zum Beispiel, da ist eine Osteoporose gewesen. Man kann das Alter ableiten. Also man kann eine ganze Reihe Befunde schon ableiten, auch nur von Knochen oder wenigen erhaltenen Hautpartien, Weichteilen. Und die Geschichte kann man dann meistens nicht exakt rekonstruieren, ja. Aber im Zusammenhang mit anderen Befunden kann man schon eine Variante anbieten. Man kann zum Beispiel auch ein Gesicht rekonstruieren, wenn man den Knochen hat. Zum Beispiel habe ich dann versucht, dem Piraten Störtebeker auch sein Gesicht wiederzugeben, indem ich auf dem Schädelknochen Gesichtsweichteile und Haut sozusagen wieder draufgelegt habe, ne, so dass man dann sehen kann, wie er ausgesehen hat. Also da gibt es schon viele Möglichkeiten. Und die allererste Frage ist immer, wie alt ist der Leichnam überhaupt? Dafür gibt es eine spezielle Untersuchungsmethode, Radiokarbon. Und insgesamt finde ich, ist das ein spezieller Zweig der Wissenschaft, wo man durch interdisziplinäre Kooperation, also zwischen Rechtsmedizinern, Anthropologen, vielleicht Paläopathologen, Genetikern, tatsächlich sehr viel sagen kann. Und das finde ich ein besonders spannendes Kapitel. Da wird natürlich dann jetzt niemand mehr vor Gericht gestellt, nicht? Aber kann man gut Bücher drüber schreiben. Wie haben sich in Ihrer Laufbahn eigentlich die Möglichkeiten Ihrer Arbeit durch neue Technologien auch erweitert? Also wie groß war der Einfluss des technologischen Wandels auf Ihre Arbeit innerhalb Ihrer Laufbahn? Da gibt es schon extreme Fortschritte. Wenn ich die drei Hauptstandbeine der Gerichtsmedizin benenne, das erste ist die Morphologie, also die Gewebekunde, die Rekonstruktion von Verletzungen. Da hat es einen extremen Fortschritt gegeben, in dem bildgebende Verfahren, die man bei Lebenden schon seit vielen Jahren anwendet, dass man die auch bei Toten einsetzt. Also Routine ist heutzutage immer eine Computertomographie von einem Leichnam. Aber man kann bei einem Toten auch eine Magnetresonanztomographie durchführen. Man kann einzelne kleinere Teile, also ein Herz oder auch eine Knochenpartie, dann auch mit Mikrometoden untersuchen. Es gibt Mikrocomputertomographie. Das ist das eine, dass wir durch bildgebende Verfahren, bevor wir überhaupt den Körper aufschneiden, ganz genau sagen können, was uns erwartet. Wir können ja den Körper in millimeterdünne Scheiben zerlegen, ohne ihn zu öffnen. Und dann können wir ihn noch öffnen. Durch die Sektion können die räumliche Situation besser verstehen, können die Gewebe in die Hand nehmen, können da unser Erfahrungswissen ansetzen und dann können wir kleine Gewebeteile wiederum ins Mikroskop tun. Und dann kommen wir in die andere Richtung, dass wir
nicht den Gesamtzusammenhang darstellen, sondern dass wir im mikroskopischen Bereich Diagnosen stellen können, bis dahin, dass man ja zum Beispiel auch ein Virus abbilden kann, ja, mit der Elektronenmikroskopie oder bestimmte Befunde durch mikroskopische Techniken darlegen kann. Also da gibt es ganz enorme Fortschritte. Ich kann nachher nochmal erläutern, wie ich mir das Rechtsmedizinische Institut der Zukunft vorstelle. Das ist Morphologie, also nicht nur Leichnam öffnen, aufschneiden, sondern eine virtuelle Autopsie durchführen und dann im mikroskopischen Bereich auch alle Techniken einsetzen. Im Bereich der Toxikologie, also der Giftkunde, hat man in den letzten Jahrzehnten Techniken entwickelt, vor allen Dingen aus dem Bereich der Massenspektrometrie, wo man tatsächlich nicht nur Gifte in hoher Konzentration nachweisen kann, sondern Substanzen nachweisen kann bis hin zu Molekülen und Atomen, so dass man tatsächlich Giftnachweise oder Substanznachweise führen kann, auch von sehr kompliziert gebauten Stoffen oder sehr einfach gebauten Stoffen und kleinste Konzentrationen nachweisen kann. Also wenn man heute sorgfältig sucht, kann man jede Vergiftung diagnostizieren. Ja? Man muss das richtige Untersuchungsmaterial bekommen, aber da geht sehr vieles. Und dann ist sehr wichtig auch, und es gibt tolle Entwicklungen im Bereich der Spurenkunde. Spurenkunde heißt ja kleine Blutstropfen, Gewebepartikel, einzelne Haare, Spermien. Und da ist heutzutage eine Identifikation des Materials möglich mit der DNA-Technologie, indem wir also das Erbgut selber nachweisen und dann an einem kleinsten Blutstropfen nachweisen kann, das ist jetzt von Ihnen oder von mir. Und das können wir mit absoluter Sicherheit unterscheiden. Ja. Sodass man, beste Beispiel ist immer, wenn Sie 10.000 Zigarettenkippen haben, das ist ein sehr guter Spurenträger, dann können Sie eindeutig sagen, wer eine bestimmte Kippe im Mund hatte, weil sich daran kleine Deckzellen festsetzen und Speichel eintritt in diese in das Filterpapier. Das hält sich und man kann das auch noch nach 3 Jahren, wenn es trocken gelagert ist, nachweisen. Also in allen Bereichen gibt es sehr große Fortschritte. Und wenn man alle diese Techniken tatsächlich bei jedem Toten einsetzen würde, was ein relativ großer Aufwand ist, dann könnte man alle Fälle auch nahezu vollständig klären. Es sei denn, sie sind eben verbrannt worden oder man hat keine, man findet keine Überreste, nicht? Aber also es gibt sehr weitgehende Fortschritte und die Möglichkeiten der Rechtsmedizin sind sehr weitgehend, wenn man sie dann alle einsetzt. Und sie sind sehr weitgehend in der Strafverfolgung, um einen Täter zu finden. Aber man muss auch dann dringend auch vielleicht um die Unschuld nachzuweisen. Zum Beispiel diese Fälle in den USA, ziemlich viele, wo man dann später, nachdem man vielleicht vor 20 Jahren nur einen Blutgruppennachweis hatte, heutzutage durch DNA nachweisen kann, ja, da hat zwar Blutgruppe A wie der Täter, aber er hat eine andere DNA. Er kann es gar nicht gewesen sein, obwohl er verurteilt ist. Ja. Wo Sie es gerade schon angesprochen haben, wie stellen Sie sich dann das Rechtsmedizinische Institut der Zukunft vor? Ja, ich würde gerne noch mal in so einem Institut arbeiten, mit dem jetzigen Erfahrungshorizont. Und das wären weniger Institute, dann größer als jetzt. Also in Bezug auf die Untersuchung von Verstorbenen oder Gewebeteilen würde ich alle möglichen Verfahren der Bildgebung dort zur Verfügung haben wollen, die man auch bei Lebenden einsetzt. Um das mal beispielhaft zu benennen, ein Toter würde dann in einem ersten Raum untersucht werden von außen. Da wird er entkleidet, das wird alles videografiert, wird aufgezeichnet. Dann wird die Körperoberfläche abgescannt, ja, mit Kleidung vor allen Dingen, aber auch ohne Kleidung. Es werden sorgfältige Fotos gemacht, dann wird von der Körperoberfläche sämtliches Spurenmaterial gesichert und dann fährt der Leichnam über ein Schienensystem weiter in einen Raum mit Computertomographie. Da wird eine Computertomographie durchgeführt. Der Leichnam fährt dann automatisch weiter in den nächsten Raum, in dem eine Magnetresonanztomographie durchgeführt wird. Ja, mit der Magnetresonanztomographie kann man mehr Weichteilveränderungen, also einen Herzinfarkt
im Idealfall nachweisen, mit der Computertomographie vor allen Dingen Fremdkörper nachweisen, Knochenbrüche nachweisen, Stichkanäle, Schusskanäle, so etwas. Der nächste Raum wäre dann eine Angiografie, also eine Kontrastmitteldarstellung von Blutgefäßen. Dann kann man in Blutgefäßen auch Gerinnsel darstellen oder Blutungen darstellen. Da braucht man dann Hilfskräfte, die in die großen Schlagadern und Blutadern, meistens im Bereich der Leiste, ein Kontrastmittel einpumpen, was durch den Körper läuft. Und das würde man dann wieder mit einer Computertomographie aufnehmen, sodass man also auch die Blutgefäße im Körper dann schon darstellen kann nach dem Tode. Der nächste Raum wäre ein moderner Endoskopierraum. Da würden wir über die natürlichen Körperöffnungen, wie bei einer Magenspiegelung oder Darmspiegelung, den Körper von innen untersuchen. Und bei einem Leichnam könnte man dann auch durch die Magenschleimhaut in die Bauchhöhle gehen und die anderen Bauchorgane von innen untersuchen, auch mit Optik, Lichtquellen. Und genauso könnte man das in der Brusthöhle machen, auch mit solchen Endoskopiesystemen. Wir könnten dann im nächsten Raum mit Robotertechnik, Da Vinci-Systemen, gesteuert über eine Computertomographie mit langen Nadeln, Gewebe entnehmen aus bestimmten Arealen im Körper, wo wir Besonderheiten identifiziert haben. Also wir können zum Beispiel einen Tumor anpunktieren, der einen Durchmesser hat von 1-2 Zentimetern und können Gewebe entnehmen, ohne dass wir den Körper überhaupt erst öffnen müssen und können also damit die entscheidenden Befunde schon alle rausholen. Der nächste Raum wäre dann einer, wo wir jetzt Gewebeentnahmen machen. Das ist ganz wichtig, das liegt mir sehr am Herzen. Wir müssen bei Toten immer daran denken, was wir lernen und was wir benötigen, sind ja nicht nur Diagnosen zur Todesursache, sondern wir benötigen zum Beispiel Hornhaut für Hornhauttransplantationen. Also man würde dann einen Raum haben, wo man Gewebe entnimmt, was den Lebenden nützt, damit die Lebenden eine Chance haben, eventuell wieder sehen zu werden. Man kann auch andere Gewebe für Transplantationszwecke noch nutzen. Gut, und zum Schluss wäre dann noch ein normaler Autopsieraum. Man muss sagen, dass man durch diese vielen Bildgebungstechniken alle entscheidenden Befunde eigentlich schon zur Verfügung hat, und zwar auf Ewigkeit gespeichert. Wenn wir jetzt den Leichnam aufschneiden und die inneren Organe zerlegen, dann zerstören wir ja den Befund. Wir haben aber alle anderen Befunde bildgebend gesichert. Und diese möglichen Bildgebungsmethoden kann ich in einem Zentrum dann sogar einordnen durch Bildübertragung oder Übertragen auf andere Plätze. Also das Beispiel, wir haben ein Zentrum in Hamburg und dann könnte man andererseits in Bremen einen Leichnam durch so eine Bildgebungsstraße laufen lassen und man würde von Hamburg aus die Diagnose machen. Ich könnte auch die Diagnose machen für Damaskus oder für Dubai, wenn dort der Leichnam durchläuft und diese Techniken eingesetzt werden, dann sitze ich am Bildschirm in meinem Zentrum und kann aus der Ferne Diagnosen stellen. Ich kann natürlich die Autopsie dann nicht machen, das kann ich nur vor Ort. Aber gut, also das wäre in Bezug auf Bildgebungstechniken so ein modernes Institut, wie es sicherlich das in 20, 30 Jahren geben wird. Und das Ganze muss man dann übertragen, auch noch auf die Untersuchungsmethoden für Toxikologie. Da brauchen wir natürlich alle modernen Geräte, die Substanzen in geringster Menge nachweisen. Und wir brauchen moderne DNA-Labore. Und das braucht man dann in Deutschland, würde ich so sagen, an 6 bis 8 Stellen. Und die müssten die Region flächendeckend versorgen. Das hört sich jetzt nach sehr vielen Schritten an, die Sie aber natürlich ja auch ohne diese technischen Helferlein oder mit nur wenigen dieser technischen Helferlein heute auch schon oft machen. Also nicht so ausgefeilt. Also genau, wir können viel besser werden noch, ja. Mhm. Und wir können viel sicherer werden. Und wir können Fragen später auch besser beantworten, ja, weil wir ganz einfach viel mehr Ausgangsbefunde haben und können dann mit weiteren Informationen später die auch neu beurteilen. Ehrlich gesagt muss man sagen, dass für die Rechtsmedizin in den letzten Jahren, Jahrzehnten relativ wenig Geld in die Hand genommen wurde. Die Institute sind nicht besonders gut ausgestattet. Es kommt immer das Argument, wir müssen erst den Lebenden helfen. Und wenn jemand Schmerzen im Knie hat, dann wird dafür eher Geld ausgegeben als für die Untersuchung einer Todesursache. Ja. Und alle diese bildgebenden Techniken, um nur das Beispiel zu sagen,
die gibt es in jedem modernen Krankenhaus, aber nie in der Rechtsmedizin. Und also diese Bildgebungstechniken sind Routine. Ja, auch Endoskopie, alles ist Routine, aber es wird nicht eingesetzt. Ja, bei Toten wird es nicht eingesetzt. Und ich finde eben, dass es auch eine Frage der Ehre und der Würde ist, dass wir diese modernen Untersuchungsmethoden genauso einsetzen bei Toten. Denn wir wollen ja in Respekt vor dem Toten und unter Berücksichtigung seiner Würde nun wirklich exakt wissen, was ist da passiert. Ja, und das Positive ist ja dann, es geht auch nicht nur darum, ihm persönlich gerecht zu werden, sondern wir wollen davon ja lernen. Deswegen mein Buch, Die Toten können uns retten. Wir sprechen jetzt vorzugsweise über Gewalt, Rechtsmedizin im engeren Sinne, aber das kann man ja auch übertragen auf Corona-Infektionen oder andere Infektionen. Und kann sagen, indem wir die inneren Organe sorgfältig untersuchen, verfolgen wir die Spuren des Virus, ja, die DNA auch letztlich wieder. Und da geht es aber nicht um Blutspuren und sowas, sondern um Spuren des Virus, die der hinterlässt, wo wir an den inneren Organen auch erkennen können, wie er wirkt. Und ob die Delta-Variante anders wirkt als die Alpha-Variante. Kann man eigentlich sagen, wie lange so eine Obduktion im Durchschnitt dauert? Oder ist das wirklich sehr, sehr individuell, je nach Fall? Das kommt eindeutig auf den Aufwand an, den man treibt. Die Routine-Sektion ohne Besonderheiten dauert 2 bis 4 Stunden. Ja. Und es kann aber durchaus auch mal sein, dass man 6 oder 8 Stunden obduziert, wenn ich nur solche Beispiele nenne, wenn man 35 Stichverletzungen untersuchen muss und zusätzlich 5-mal stumpfe Gewalt, zusätzlich mit vielen inneren Erkrankungen, dann ist das auch ein Protokoll, was unter Umständen ja im Extremfall durchaus 30 bis 50 Seiten hat. Sie haben vorhin im Vorgespräch schon erzählt, Sie sind jetzt auch Teil einer Gruppe, und Sie haben es selber so vorhin genannt, deshalb sage ich es auch so, einer Seniorengruppe, die sich jetzt wieder mit Cold Cases beschäftigt, also mit noch ungeklärten Fällen. Wie macht man das eigentlich, also gerade dann in Ihrer Rolle auch, wenn man jetzt den Leichnam gar nicht mehr zur Verfügung hat? Also wenn man wirklich nur die Berichte von vielleicht dann auch Kollegen zur Verfügung hat, um herauszufinden, was da eigentlich passiert ist. Naja, super wäre ja, wenn wir alle Bildgebungstechniken sozusagen einer Kassette hätten, sodass wir dann nochmal nachschauen können. Aber das, was wir jetzt machen können, ist, wir sezieren sozusagen die Akten. Ja, und da gibt es ja ein sorgfältiges Protokoll immer und es gibt viele Bilder. Manchmal gibt es auch noch Gewebe, die man mikroskopisch untersuchen kann. Die mikroskopischen Präparate werden lange Zeit erhalten. Und es kommt jetzt auf die Fragestellung drauf an, wollen wir uns zur Todesursache und zur Rekonstruktion des Geschehens weitergehend in diesen Fall hineinversetzen oder geht es auch darum, Informationen über den möglichen Täter zusammenzutragen? Dann würde man wiederum überlegen, gibt es moderne spurenkundliche Untersuchungen, die vielleicht damals noch nicht eingesetzt wurden. Das ist also Routine heutzutage, dass man sagt, Tötungsdelikt vor 30 Jahren, damals hat man zum Beispiel ein Bettlaken aufgehoben. Ich habe jetzt gerade so einen Fall, da geht es darum. Und dass es damals noch nicht mit moderner DNA-Technologie untersucht worden ist, ist aber gelagert worden, trocken gelagert. Dann könnten wir heute noch nach DNA suchen. Also man hat unter Umständen Hinweise, um zu sagen, es gibt auch noch heute sogar technische Untersuchungsmethoden. Ja, und das Weitergehende ist dann, man kann sich schon in den Fall hineindenken und nochmal überlegen, hat ja diese Arbeitsgruppe der Kriminalpolizei damals alles bedacht? Oder haben wir jetzt noch eine neue Idee? Und um da wieder ein Beispiel nur zu nennen von einem konkreten Fall. Bei uns im Norden gab es da wirklich so eine sehr spektakuläre Mordserie, die beginnt mit den Göhrde-Morden in einem Wald und dann ein Todesfall, der zunächst ein Vermisstenfall war von einer Frau Birgit Meyer. Die war in dem Fall zufällig die Schwester des Polizeipräsidenten. Und wir haben dann tatsächlich mit unserem Senior-Team nach fast 30 Jahren durch sehr sorgfältiges Aktenstudium gesagt, wir vermuten, dass man den Leichnam da und da finden kann. Der war bis dahin nicht gefunden. Und dann hat die Kriminalpolizei uns sozusagen den Vogel gezeigt und hat gesagt, ihr lest zu viele Krimis, ja. Ihr fangt an zu spinnen. Wir haben damals alles getan.
wir haben alle Spuren verfolgt, da ist nichts. Und dann haben wir gesagt, ja, aber such doch da mal in der Garage des einen Verdächtigen, da in einer Grube, ja, wo man normalerweise Autos repariert. Und dann haben sie da einmal einen Hund durchgeschickt und der hat nicht angeschlagen. Also, nein, hier ist nichts. Und dann haben wir dort privat gegraben. Ja, und dort haben wir den Leichnam gefunden. Ne? Das ist dann wichtig für die Angehörigen. Wir haben endlich den Leichnam. Und das haben wir nur Kraft Geistes in unserem Senior-Team, mit Hilfe von Erfahrung und sorgfältigem Aktenstudium. Ja. Und haben gesagt, da gibt's noch einen Ansatz. Also wir sitzen an verschiedenen weiteren Fällen. Und das ist nicht der einzige, den wir ja in unserer Denkfabrik dann durch Diskutieren, Nachdenken und dann wirklich auch sehr spitzes Hin und Her Austauschen von Argumenten gelöst haben. Das Gute ist ja, man denkt schon nochmal neu, ja, und nicht in dem alten Denkschema und hat dann vielleicht neue Ideen. Ja, und da gibt's noch viele Fälle, die man sicherlich durch sorgfältiges Nachdenken vielleicht einer weitergehenden Klärung zuführen könnte. Würden Sie generell sagen, dass wir gerade auch in Deutschland mehr machen müssten mit diesen ungelösten Fällen? Also, dass auch die Polizei da aktiver werden müsste, um diesen Spuren oder diese alten Fälle dann vielleicht auch nochmal aufzumachen? Naja, unbedingt. Da spreche ich bei vielen Gelegenheiten drüber. Es geht ja nicht nur darum, dass es dort einen Toten gibt, sondern dahinter steckt ein Freundeskreis, es steckt eine Familie. Und die grübeln nicht nur ein Jahr, die grübeln 10 oder 20 Jahre, manchmal ein Leben lang. Der Fall, den ich vorhin angedeutet habe, wo die Frau vermisst war, fast 3 Jahrzehnte, da gab es einen Ehemann, der verdächtigt wurde, der Täter zu sein. Ja, an dem ist über Jahrzehnte ein Makel gewesen, den man auch nicht auslöschen konnte. Und da gab es eine Tochter, die hat über ihre tote Mutter über 3000 Gedichte geschrieben. Ja, war vielfach in der Psychiatrie. Und manchmal sind es noch viel mehr Personen. Und deswegen gibt es natürlich unbedingt Gründe, diese alten Fälle aufzuklären. Alleine damit auch die Angehörigen nicht das Gefühl haben, das ist völlig vergessen. Ja. Bei einigen Fällen hilft das schon bei der Bearbeitung, dass die Angehörigen das Gefühl haben, das wird nochmal ernsthaft wieder aufgegriffen. Und da gibt's leider bei Staatsanwaltschaft und Polizei zum Teil sehr, wie ich finde, negative, brutale Mechanismen. Angehörige schreiben nochmal manchmal über einen Rechtsanwalt und dann bekommen sie sozusagen fotokopierte Briefe mit einem Standardtext. Seinerzeit sind die und die Untersuchungen durchgeführt worden. Wir haben die Akten nochmals sorgfältig geprüft. Es gibt keine neuen Erkenntnisse. Ja, und in Wirklichkeit getan wurde gar nichts, ja, weil die natürlich auch sagen, wir haben dafür gar keine Kräfte frei. Und für die Aufklärung von Verbrechen wird relativ wenig eingesetzt bei der Polizei, bei der Staatsanwaltschaft, bei den Gerichten. Das ist eine Frage der Prioritätensetzung. Und ich finde, dass Rechtsmedizin und Polizei und Justiz da viel besser ausgestattet werden müssten, weil das ein sehr wesentliches Anliegen ist. Aber das ist ein politischer Streit auch und ich kriege da nicht recht. Ich sage ja auch, jeder Tote sollte sorgfältig untersucht werden, eigentlich sogar jeder Tote sollte seziert werden. Und ich finde es, entschuldigen Sie, dass ich das so sage, aber ich finde es würdelos, dass ein Toter unter die Erde kommt und man weiß gar nicht, woran er gestorben ist. Aber es gibt viele andere Menschen, die sagen, sie wollen die Würde eines Verstorbenen erhalten, indem man ihn nicht mehr berührt. Das sind so diese gegensätzlichen Standpunkte. Ich komme von der Seite der Wissenschaft, der Aufklärung, der Vernunft und sage, da ist möglicherweise großes Unrecht geschehen und das Beweismittel Leiche wird überhaupt gar nicht untersucht. Ja. So ist es ja auch mit den meisten Tötungsdelikten. Die meisten Tötungsdelikte kennen wir gar nicht, oder viele, sagen wir mal lieber so, viele Tötungsdelikte kennen wir gar nicht, weil die Toten gar nicht sorgfältig untersucht werden. Und weil Sie aber zusätzlich ja auch sagen, dass wir viel lernen könnten von den Toten für die Lebenden quasi. Also was ja, ich schon und kann. Das betrifft eben nicht nur Verbrechen. Ja, also wir können Verbrechen feststellen, aber wir können auch den Verbrecher SARS-CoV-2 verfolgen im Körper, was er anstellt in unserem Körper,
Das ist eben nicht der Messerstich oder der Schuss, sondern das ist der Angriff auf unser Immunsystem oder die Infektion, die er im Körper auslöst. Und diesen Täter können wir auch verfolgen. Ja, und so bildlich gesprochen, wenn wir das Werk dieses Täters im Körper sorgfältig aufspüren, rekonstruieren, dann können wir diesem Täter auch das Handwerk legen. Ja, und das Virus besiegen. Und das geht nicht um Glauben, Meinen, Hoffen, sondern wir brauchen das Wissen. Und das Wissen erarbeiten wir uns vor allen Dingen auch, indem wir die Toten sorgfältig untersuchen. Daher, die Toten können uns retten. Man muss bloß diesen Ansatz auch wirklich konsequent vertreten. Haben Sie vielleicht noch ein Beispiel, unabhängig jetzt von Corona, wo Sie sagen, da hat die Rechtsmedizin wirklich auch bewiesen, dass man einen gewissen Krankheitsverlauf, eine gewisse Todesursache wirklich auch minimieren konnte oder sogar ganz ausmerzen konnte, weil man gemerkt hat, oh, wenn wir das gewusst hätten, dann hätte man da besser damit umgehen können, dann hätte man das vermeiden können, also auch medizinisch. Also es gibt viele Beispiele, ich verweise auch ein bisschen wieder aufs Buch, vielleicht zwei. Das eine vom Beginn des Lebens, das ist der sogenannte plötzliche Kindstod. Also Kinder sterben im ersten Lebensjahr, weil sie aufhören zu atmen, aus scheinbarer Gesundheit heraus. Und diese Situation haben die Rechtsmediziner immer wieder beobachtet, mussten das auch untersuchen. Und die Rechtsmediziner gehen dann ja aber auch vor Ort und haben sich die Situation angeschaut. Und wir haben tatsächlich das Wissen zusammengetragen und haben dann alle immer wieder gesagt, ist ja merkwürdig, die Kinder liegen in Bauchlage. Das sind rauchgeschwängerte Zimmer, also von Zigarettenrauch. Die Kinder liegen häufig in relativ engen Bettchen und sind warm zugedeckt. Und die Mütter haben gar nicht oder nur sehr kurz gestillt. Das sind die vier Risikofaktoren. Und deswegen sind wir Anfang der 90er Jahre aufgetreten und haben gesagt, Kinder sollen nicht in Bauchlage schlafen, also im ersten Lebensjahr. Sie brauchen eine rauchfreie Umgebung. Sie sollen auf harten Unterlagen liegen, in luftigen Schlafsäcken, und die Mütter sollen möglichst lange stillen. Und seitdem ist in Hamburg die Quote von plötzlichen Kindstodesfällen, die damals um 30 pro Jahr war, zurückgegangen auf 3 bis 4. Also wir haben jedes Jahr sehr vielen Kindern das Leben gerettet. Das haben wir natürlich gemacht in Zusammenarbeit mit den Kinderärzten und dann auch mit den Hebammen und so weiter. Viele haben daran mitgewirkt. Aber Ausgangssituation war das, was die Rechtsmediziner beobachtet haben. Das ist der größte Fortschritt im Hinblick auf die Kindersterblichkeit in zivilisierten Ländern in den letzten Jahrzehnten gewesen. Geht zurück auf rechtsmedizinische Beobachtungen. Im letzten Jahr hatten wir in Hamburg zum ersten Mal in der Geschichte sozusagen, großes Wort, keinen plötzlichen Kindstod. Das ist ein sehr, sehr großer Fortschritt. Oder nochmal ganz kurz zur Situation am Ende des Lebens. Gerade im Krematorium habe ich so in den 90er Jahren immer wieder beobachtet, dass alte Menschen dort liegen, Kranke, die sich nicht mehr bewegen konnten, mit schlimmen Durchliegestellen. Dekubitus nennt man sowas. Wir haben damals eine Häufigkeit gehabt von 3 bis 4% bei über 60-jährigen Verstorbenen. Das ist eine relativ große Anzahl oder ein hoher Prozentsatz. Und das muss man überlegen, das sind alte Menschen mit einer großen Lebensleistung. Und die haben dann große Wunden am Körper, die nicht versorgt sind ausreichend. Die sind unzureichend gepflegt. Das macht ja auch viel Mühe, das zu verhindern. Man muss sie ständig drehen. Wenn ein Dekubitus anfängt, muss man sehr frühzeitig versuchen, das zu verhindern, sauber zu verbinden, spezielle Matratzen zu haben, sie immer wieder zu mobilisieren. Also das ist relativ umständlich. Aber man kann es verhindern, wenn man will. Also im Idealfall ist man fast bei null. Wir haben diese Beobachtung mitgeteilt und haben gesagt, da gibt es doch Probleme. Die Pflegenden haben das sehr wohl angenommen. Es gibt jetzt ein sehr, sehr, sehr viel besseres und sehr exaktes, sehr konsequentes Dekubitus-Monitoring. Das ist in Hamburg übrigens Teil der Qualitätssicherung in der Altenpflege, dass wir mitteilen, wie viele Fälle von Dekubitus wir bei der Krematoriumsleichenschau sehen. Und der Prozentsatz ist tatsächlich auf ein Fünftel bis ein Zehntel der damaligen Häufigkeit zurückgegangen, sodass viele alte Menschen, immobile, kranke, Querschnittsgelähmte, keine Durchliegestellen entwickeln und damit bleiben ihnen viele Schmerzen erspart. Ja, und
mit so großen Wunden am Körper zu vegetieren, ist auch problematisch im übertragenen Sinne. Das stinkt zum Himmel, weil es auch wirklich riecht. Ja, und da ist ein entscheidender Fortschritt dadurch gekommen, dass die Rechtsmediziner den Finger in die Wunde gelegt haben. Ja, und alleine durch genaues Hingucken erreicht haben, indem wir auch anderen auf die Finger geguckt haben, dass die Arbeit jetzt bewusster, sorgfältiger gemacht wird. Wenn wir zum Abschluss noch mal kurz in Ihre ganz persönliche Zukunft blicken, gibt es etwas, unabhängig von dem Projekt mit den Cold Cases, wo wir schon drüber gesprochen haben, gibt es etwas, was Sie persönlich noch reizen würde, was Sie gerne machen würden oder schon angefangen haben? Das Erste, was dann immer kommt, ist viel mit meinen Enkelkindern spielen und mich darüber freuen, wenn die tatsächlich auch sagen, das ist cool mit Opa, ja, wenn er mit uns Sport treibt oder wenn er mit uns hier und da hingeht oder auch mit Lego spielt. Also das ist natürlich wichtig, die Familie. Ja, und ich habe so kleine sportliche Projekte, die mich noch interessieren. Ich möchte körperlich fit bleiben, so lange wie es möglich ist. Und so die nächsten Projekte, die mich bewegen, das sind vor allen Dingen so 2-3 Buchtitel. Das eine, was ich gesagt habe, der Titel ist Vergeben Unrecht im Namen des Volkes. Das will ich unbedingt auch noch mal breit öffentlich darstellen. Und dann habe ich so einen Plan, Verbrechen regional für die Bevölkerung tatsächlich darzustellen. Immer unter dem Aspekt, was lernt uns das? Wie können wir das verhindern? Das ist ganz wichtig. Aber auch, weil mir das einfach Spaß macht, die Fälle regional aufzubereiten. Ich nenne so ein Beispiel Tod auf Helgoland. Ja, Helgoland ist ein Bereich, der zur Rechtsmedizin Hamburg gehört. Und da habe ich eben jahrzehntelang obduziert und kenne die Todesfälle aus der Region. Und das ist schon was Besonderes. Und es gibt auch 1-2 Fälle, die ich noch mal ausführlich darstellen möchte, weil ich meine, dass sie besonders lehrreich sind. Also es hängt sehr viel ab davon, dass ich gesund bleibe und dass mein Gehirn fit bleibt. Das wird man sehen. Das heißt, wir werden noch einiges von Ihnen lesen und langweilig wird es Ihnen ganz bestimmt nicht. Ich versuche das wirklich immer zu betonen. Es klingt manchmal fast merkwürdig, wenn ein Rechtsmediziner das sagt, positives Denken, darum geht's. Und ich bin keineswegs niedergedrückt durch die vielen negativen beruflichen Erfahrungen, sondern ich bin sehr dankbar dafür, dass ich einigermaßen fit hier vor Ihnen sitze als 70-Jähriger und dass ich als 70-Jähriger noch mit meinen Enkelkindern spielen kann. Das ist ja eine große Gnade. Dafür muss ich sehr, sehr dankbar sein. Und das bringt mich auch dazu, positiv zu denken, auch wenn ich ein totes Kind obduziere, ja, oder einen sonstigen schlimmen Fall habe. Also positive Denken kann ich mir hoffentlich erhalten. Es hängt natürlich auch ab von der eigenen Gesundheit, das ist auch klar. Und dann finde ich es wichtig, ganz zum Schluss, dass man sozialverträglich ablebt und einen Weg findet, der auch da geprägt ist, positiv. Und dann sage ich, auf meiner Trauerfeier sollen keine traurigen Lieder gesungen werden, sondern positiv darüber geredet werden. Dem hat das wirklich Spaß gemacht, sein Leben lang. Sie haben sich ja, glaube ich, auch schon ein Grab ausgesucht, habe ich gelesen. Ja, einige denken, das sei eine schwere Belastung. Ich finde, das ist eine Erleichterung. Ich habe alles bestimmt. Also man weiß, wo ich begraben werde. Der Grabstein ist auch schon festgelegt. Und ich habe auch festgelegt, dass ich obduziert werden möchte und dass man mit meinen Geweben und Organen alles das machen soll, was sinnvoll ist. Also ich möchte gerne, dass meine Hornhäute abgezogen werden und transplantiert werden und an meinem Körper dürfen die Chirurgen auch üben, ja, neue Operationstechniken. Und es kann jedes Gewebe für wissenschaftliche Untersuchungen genommen werden. Und die gesammelten Reste werden dann eben eingeäschert. Klingt zumindest sinnvoll. Schön würde ich es nicht nennen, aber sinnvoll. Also Teile von mir leben noch weiter sogar. Andere können damit dann vielleicht noch sehen. Ja, das sind doch positive Gedanken. Stimmt. Und hoffentlich die Familie ist nicht niedergedrückt, sondern die sagen, der hat versucht, aus seinem Leben was Positives zu machen, solange wie es eben möglich ist. Absolut. Ja. Und mich beunruhigt das nicht, sondern ich habe so das Gefühl,
die wesentlichen Dinge sind geregelt und damit belaste ich meine Nachkommen nicht. Und dass das Leben endlich ist, das steht nun mal fest. Ja. Und das Lebensende, dem bin ich schon ziemlich nahe. Ja, ich hoffe, da haben Sie noch einiges vor sich und wünsche Ihnen dafür natürlich alles Gute. Ja. Danke Ihnen. Gerne. Okay, danke fürs Gespräch. Das war's leider schon. Die letzte Runde ist ausgetrunken, das Gespräch zu Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. Bitte nimm Rücksicht auf die Nachbarn und sei leise, wenn du die Bar verlässt. Aber vergiss auf keinen Fall, den Abonnieren-Button zu klicken. Gin and Talk ist ein Podcast von 48 Forward, produziert in den 48 Forward Studios in München.